Ja, grüezi Frau Schiess, es freut mich. Das ist unglaublich, dass wir jetzt in dieser schönen Eingangshalle stehen und die Entdeckungsreise fortsetzen. Wie haben Sie das Haus denn vorgefunden? Ja, das ist vor 4 Jahren losgegangen. Die Eigentümerin hat uns angefragt, ob wir da mal das Haus können beobachten und beurteilen. Und die Aufgabenstellung an uns war, kann man aus dem Haus Wohnungen machen? Und wenn ja, wie viel? Wir haben viel Substanz, historische Substanz. Und ein grosses Thema sind natürlich die Fenster. Wir haben über alle Geschosse, wo wir dann eben auch das erste Mal da durchlaufen können, gesehen, das ist nicht nur von aussen fast noch weniger spektakulär als sogar von innen, weil von innen haben wir dann auch das tolle Handwerk gesehen, die Qualität. Und das hat uns natürlich geholfen, die Transformation in die langsam reinzuwachsen, gefühlsmäßig mal zuerst, bevor dann das zu Strich geworden sind. Das ist ja sehr komplex. Und da haben wir aber auch gleichzeitig das Potenzial gesehen, wo wir in dem Geschoss haben, in dem Erdgeschoss, wo eben das Gewerbe war, vom Herr Reif, unserem ursprünglichen Bauherr, ja. Und da hat's ja dann ein Dach gehabt und es ist alles ein bisschen lotterig gewesen. Und da haben wir gesehen, da könnten wir, haben wir eine Chance, Wohnqualität zu generieren, indem wir die Terrassen könnten bauen, sofern uns Denkmalpflege das genehmigt, weil wir haben natürlich dort dann einen neuen Ausgang gebraucht. Fantastisch ist ja eigentlich, dass man auch noch das Raumgefühl hat von diesem Gewerberaum und dass eben so etwas möglich wird, wenn man es im Gesamtkonzept quasi abwägt, wo die Eingriffe tatsächlich vertretbar sind, die neuen, um dem Haus auch ein neues Leben zu geben und so viel eigentlich wieder in Einklang bringt mit den bestehenden Öffnungen auch. So, wir betreten hier einen der repräsentativsten Räume. Jetzt auf das Wohnkonzept bezogen, wie ist da der Interpretationsspielraum bei euch gesehen? Also da an dem Raum jetzt können wir gut eigentlich unser Konzept vom Typus von der Wohnungen, wo wir dem Bauherr vorgeschlagen haben, erklären. Warum? Wir haben grosse Räume. Das ist fast 40 Quadratmeter der Raum. Und wir haben den nicht wollen zerstören, natürlich. Aber darum haben wir einen anderen Approach müssen erfinden oder setzen, dass die Räume wie ein Loft ähnlich behandelt wird, was die Nutzung anbelangt. Und dass die Wohnungen unkonventionell werden. Das ist vielleicht der wichtigste Sprung, der in den Köpfen hat müssen passieren, dass wir nicht das Speisezimmer oder Speisesaal steht in den Plänen vom Herr Reif, dass wir aus dem so eine ordinäre Küche machen. Also hinten dran ist da der Küche-Einbau. Wir haben Essen, Wohnen in einem Raum und der Raum ist authentisch. Und die Küche ist eigentlich eine Software, die wir da rein tun, die ist reversibel. Der Boden, das Originalparkett notabene, geht unter die unteren. Man kann sie jederzeit, in die nächste Generation hat wieder eine andere Wohnvorstellung, kann das rausnehmen, aber der historische Raum bleibt. Da sind wir jetzt im Wohnzimmer vom Herrn Reif. Also wir sind aus dem Speisesaal gekommen, in sein Wohnzimmer. Das zeigt da die wunderbare Verbindung. Die ist in seinen Jahren damals weitergegangen, ins Musikzimmer und nachher ins Herrenzimmer. Das haben wir jetzt da aufgegeben, da ist noch die Hälfte da, das ist reversibel, kann man die nächste Generation wiederholen, ist nicht verloren und da hat er die ruhige Öbe genossen. Ja, mit einem unglaublichen Blick, oder damals noch. Praktisch auf der See und auf der Bahnhof Engi. Der Bahnhof Engi, da ist da der Blick früher natürlich ein bisschen weiter gewesen, ist nicht so viel verbaut gewesen. Aber die Integration in die Stadt ist natürlich da dramatisch, oder? Das ist wunderbar. Eine grosse Besonderheit in diesem Raum, im Musiksaal, ehemaligen, ist natürlich die besondere Form der Decke mit dem tiefer gesetzten Randbereich und der Wölbung drüber.
Es verweist vielleicht bereits schon auf das Hauptwerk von Julius Kunkler, nämlich die Tonhalle St. Gallen, die kurze Zeit später erbaut worden ist. Der Julius Kunkler hat sich sicher auch mit akustischen Phänomenen auseinandergesetzt, als erster Geiger natürlich vom Stadtorchester. Ist das auch von der Funktion her eine angepasste Deckenform. Aber jetzt von der Akustik können wir eigentlich gut zur Energetik von diesem Haus übergehen. Ja, also das Haus hat auch hier einen Neuanfang. Es ist nämlich an Seewasser angehängt, also der Energieträger ist die Wärme vom See. Und das Haus selber haben wir natürlich auch in diesen verschiedenen Bauteilen angepasst und haben gedämmt. Selbstverständlich das Dach, Fenster auch. Wir haben ja die tollen Kastenfenster, da haben wir das äußere Fenster ertüchtigt, wie man sagt, und haben das innere Fenster einfach restauriert. Und so haben wir eigentlich sehr hochwertige Bauteile. Wir haben noch den Puffer dazwischen, der natürlich auch noch mitdämmt. Genau. Ja. Und dann eigentlich das Thema, das besonders war, sind die Aussenwände. Die brauchen auch rein für die Behaglichkeit, haben wir eine Dämmung müssen machen. Aussen ist nicht möglich, klar, wegen dem Sandstein. Aber wir haben hier 5 cm Aerogel gemacht. Das ist ein Material, das erfunden worden ist in der Raumfahrt. Das ist hat einen sehr hohen Dämmwert und sehr wenig Querschnitt. Und die Anschlüsse eben stimmen quasi nach wie vor auf die liebige Bodendecke. Ja, wir kommen jetzt hier ans Ende von dem Haupttreppenhaus und da haben wir einen guten Blick, wo wir wichtige Bauteile sehen, dass wir zuerst noch die Original leuchten, wie zu unterst im Erdgeschoss in der Eingangshalle. Aber da sehen wir jetzt auch die wunderbaren Gläser und die Ornamente, wie hier Keramik anders eingesetzt ist als jetzt unten dran. Es ist eigentlich das Gesamtkunstwerk, das wir angesprochen haben, oder? Wo innen und aussen quasi sich verschränkt. Und man sieht das eigentlich auch in der Ornamentik jetzt, auch hier wieder das Grafische kombiniert wird mit dem eher floralen, von diesen, weiss nicht, Palmenblättern oder was es ist, wo man auch in diesen Konsolen ganz prägnant in der Fassade ja wiedergefunden haben. Ja, in dem Haus sind ja viele Schriftstellerinnen und Schriftsteller, Musikerinnen verkehrt und ein Zimmer, wo halt so Einzelgäste aufgenommen worden sind, ist das Gästezimmer da ganz unter dem Dach. Der Thomas Mann hat noch 1928 ins Gästebuch, wo existiert hat, den Begriff Genie-Hospiz für das ganze Haus prägt und eigentlich der Charakter von dem Gästezimmer durch den Hospizgedanken eigentlich sehr gut überbringen. Ja, jetzt zum Abschluss. Es wird eigentlich nicht minder interessant, ziemlich fulminant. In diesem Kellboden oben hat es eigentlich 2 ganz spezielle Räume. Wir sind hier im Atelierraum. Wir sehen das super Fenster, das auch original aus dieser Zeit ist, in Stahl. In diesem Raum hat ein Künstler, der dann vom Ersten Weltkrieg von München auf Zürich gekommen ist und wahrscheinlich befreundet war mit der Bauherrschaft, Rudolf Mühli, hat er 30 Jahre lang, eigentlich bis in die 40er Jahre, hat er täglich hier innen gemalt. Also eine Art Artist in Residence, würde man das nennen. Und in dem auch sehr, wie soll ich sagen, heutigen Geist, schon damals hat ja der Bauherr noch auf dem gleichen Geschoss hat er eigentlich seinen Fitness- oder seinen Trainingsraum gehabt, nämlich einen Fechtsaal. Und auch der Fechtsaal ist spektakulär. Und man hat hier jetzt müssen, weil man mit einem Wechsel hat von der Treppe, natürlich eine neue Raumkonzeption finden, für auch noch Wohnungen reinzubringen. Und wie haben wir das hier oben bewerkstelligt? Das auf dem heutigen Wohnungsmarkt muss man solche Wohnungen mit Lift erschliessen. Auch die Behindertengängigkeit ist über die letzte historische Treppe nicht gewährleistet. Also haben wir eine Lösung gesucht, die das ermöglicht hat. Und man kann ja dank der Technologie zum Glück auch direkt über den Lift in eine Wohnung rein. Und hinter dieser Tür kann ich dann, wenn ich nicht die Treppe nehme, kann ich über den Lift in diese Wohnung kommen.
Und die Platzierung vom Lift ist, wie ich schon im Eingang unten gesagt habe, in dieser Infrastruktur matchentscheidend. Und da haben wir lange eine Zitterpartie gehabt, bis wir das Sicherheit hatten mit der Denkmalpflege. Weil im Baugesuch innen haben wir eine Dachdurchdringung von etwa, ich glaube, wir haben einen halben Meter eingegeben. Und ich habe dem Denkmalpfleger immer gesagt, also wir wollen das nicht bauen, aber ihr müsst es uns bewilligen. Weil wir haben einfach keine Sicherheit, dass wir es reinbringen. Und zusammen mit dem Liftbauer und mit allen, die mit involviert sind, haben wir dann die Konstruktion angebracht, dass wir unter der Dachfläche sind. Also das sind so Momente, wo einfach dann eine gute Zusammenarbeit mit der Denkmalpflege einfach ganz wichtig ist fürs Gelingen. Und die Firma finden, die dann eben auch die Umsetzung anbringt, oder so einen speziellen Lift dann zu machen. Ja, aber das ist gut gegangen. Ja. Für heute mag das überraschen, dass es da unter dem Dach einen Fechtsaal gegeben hat. Das Fechten ist aber eine der ältesten Sportarten, die man kennt. Und so die vielleicht aus heutiger Sicht elitären, gutbürgerlichen Kreise, die hohe Hochschulbildung hatten, hat eigentlich so einen Fechtsaal sehr stimmig dazu gehört. Er tut eigentlich auch ein Stück weit nebst der Kultur, die da innen stattgefunden hat, auch auf die Ideen von der Lebensreformbewegung um 1900 verweisen. So, wir kommen zum Abschluss von dem tollen Rundgang hier an der Genferstrasse 24. Wir stehen nochmal auf dieser Terrasse von dem Gewerberaum ursprünglichen. Und das ist ja wirklich so ein Little Manhattan. Wenn man da jetzt rumschaut, dann hat man wirklich noch die Zeitzeuge von Anfang 20. Jahrhundert oder um 1900 bis hin zum dem City-Druck bis in die 60er Jahre mit dem Hochhaus zur Palme. 80er Jahre bis heute quasi wird da gebaut und es entsteht eine extreme Verdichtung, die sich jetzt auch in diesem Haus fortgesetzt hat und was sich in diesem Handwerk auch abbildet. Das Handwerk ist eigentlich das A und O und Voraussetzung, dass man die in Wertsetzung kann umsetzen, wo letztlich ja auch im Zeichen von der Nachhaltigkeit auch alle die Ziele in sich vereint, oder? Das Gelingen von so einem Projekt oder auch für uns von Seiten der Verwaltung, von der Denkmalpflege, kann nur funktionieren, wenn eigentlich kompetente Leute am Werk sind und Leute, die auch den Prozess auch immer im Dialog führen zwischen Verwaltung, aber auch ihre Bauherrschaft mitnehmen, das Vertrauen auch bekommen, um so etwas umzusetzen. Das Haus hat so eine Wertigkeit wieder können, zeigen, die es in sich trägt, dass es müsste gewaltige Kräfte geben. Gewaltige Kräfte, wenn man das Haus zerstören will. Und das macht mich zufrieden. Dankeschön vielmals für das Savoir-faire in diesem Projekt.